Wenn du so Jugendliche bekommst im Training und gibt es da bestimmte Dinge, die du immer wieder siehst, wo Probleme sind, wo Disbalancen sind, wo muss man am meisten ansetzen? Ja, ist ein bisschen unterschiedlich bei Jungs und bei Mädchen. Bei Jungs, da habe ich im Moment ein bisschen mehr mit zu tun, deswegen auch ein bisschen mehr Einblick, ist das größte Problem, dass die körperlich immer schon relativ weit sind, aber technisch und so auf diesen Kleinigkeiten ganz weit hinten nach sind. Also beispielsweise kommt der Sportler, der springt schon 70, 50, 70, 80 Zentimeter, aber die Beinachsen sind Katastrophe, er kann nicht landen und er hat Patellaspitzensyndrom. Und das ist so die typische Ausgangssituation. Der andere kommt, hat eine kaputte Schulter, weil er im Verein halt der beste Spieler ist, 1000 Bälle in jedem Training angreift, aber überhaupt nicht die Muskulatur hat, um das zu halten, weil seine Arme halt mega lang sind, er total schlaksig und groß ist, kräftig schlagen kann, weil er hohe Geschwindigkeiten im Arm hat, aber halt nicht die Muskulatur, um das zu stabilisieren. Und von dem ganzen Core-Bereich mit Rücken und Bauch und wie schief sie landen und wie sie den ganzen Körper mitnehmen beim Angreifen, müssen wir gar nicht anfangen. Das sind so, ja, ganz große Baustellen. Und dann halt alles, was an ehemaligen Verletzungen vorhanden war. Also der war umgeknickt, deswegen hat er eine schlechte Fußstellung beim Sprung oder bei der Landung. Und das müssen wir halt irgendwie versuchen zu korrigieren oder so weit in den Rahmen zu bringen, dass man sagen kann, okay, der ist so weit gesund, dass er wirklich trainieren kann. Es geht halt viel darum, die Muskulatur zu trainieren, die für Volleyball gebraucht wird, aber beim Volleyball selbst nicht so trainiert wird. Und ja, gesprungen wird ganz viel und dementsprechend ist die Muskulatur gut ausgebildet, aber die Landemuskulatur und die Core-Muskulatur, die dafür gebraucht wird, ist nicht ausgebildet. Das typische Beispiel ist vom Angriffsschlag von rechten Arm auf linke Seite ist jeder sehr kräftig. Mit der Muskelschlinge macht man das gleich auf der anderen Seite oder nach hinten in die umgekehrte Richtung. Sind sie alle ganz schwach, weil sie immer nur bei jeder Wiederholung diesen rechten Arm im Angriffsschlag haben. Und dementsprechend machen wir dann eigentlich genau die Übung nicht, sondern alle anderen, damit das irgendwie in ein Gleichgewicht kommt und man sagen kann, ja, keine Disbalancen, keine großen Verletzungsrisiken und der Sportler ist hoffentlich in der Lage, noch lange Volleyball zu spielen.